Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichen Skorpion. Als erstes möchte ich Jahr 2018 allgemein beschreiben, und das gilt nicht nur für die Skorpiongeborenen, sondern das gilt für uns alle. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Natürlich ist es wichtig, Liebe, Partnerschaft, Gefühlen, aber auch tolle Ideen, Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit. Venus bedeutet auch Harmonie und Frieden, und immer mehr Menschen haben auch dieses Bedürfnis nach Frieden. Venus bedeutet auch kleines Glück, und das begleitet uns im Jahr 2018. Venus bekommt Einfluss von Saturn, von Lilith und von Pluto. Saturn erteilt uns noch Lernaufgaben, besonders was die Liebe-Partnerschaft betrifft. Saturn ist auch die Planet des Schicksals. Das bedeutet schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen auch. Saturn ist auch der Planet der Karma, das bedeutet karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen. Dann kommt die Lilith-Einfluss, Wünsche, Sehnsüchte, Träume. Das haben wir aber mit diesem Energie Lilith, neigen wir dazu, davonlaufen. Und hier erteilt Saturn auch eine Lernaufgabe. Wir sollen unsere Wünsche, Sehnsüchte, Träume ernst nehmen, als Ziel setzen. Es ist erreichbar. Das kommt in Form, das bekommt eine Struktur, und nicht davonlaufen. Die Pluto-Einfluss. Pluto ist das innere Kraft. Pluto ist das konzentrierte Kraft. Und Pluto verabschiedet von alles, was diese Kraft raubt. Und Pluto ist auch die transformierende Energie, dieses Kraft etwas zu transformieren. Und das belehrt uns, 2018 von alles verabschieden, loslassen, trennen, kündigen, was uns belastet, was uns stört, was Kraft kostet. Manchmal sind es unsere eigenen Gefühlen wie Schuldgefühl oder Zweifel oder Angst. Es sind auch Stolpersteine in unserem Leben. Davon sollten wir auch verabschieden. 2018 lernen wir alle über Gefühle zum Sprechen. Das in Sprache bringen, was wir denken und fühlen, diese Offenheit zeigen. Aber wir lernen auch, dass es nicht immer klug ist, das zum Sagen, was wir denken. Und es ist auch nicht immer klug, offen zu sein und Gefühle offen zeigen. Sondern hier brauchen wir das Feingefühl. Wann ist es angebracht, das Sagen, was wir denken und fühlen? Und wann ist besser Schweigen? Wie der weise Spruch sagt auch, Sagen ist, Sprechen ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das sollen wir ganz feinfühlig abwägen. Wann ist es klug, das zum Sagen, was wir denken, und wann ist besser, nichts zum Sagen. Und jetzt speziell für Skorpiongeborenen. Das ist die plutonische Kraft. Und da sind die Skorpiongeborenen sehr vertraut, weil Pluto herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion. Es ist diese Transformation, es ist diese Kraft, das ist diese innere Kraft. Und es hilft die Skorpiongeborenen, nicht nur das, Jupiter begleitet auch die Skorpiongeborenen, und das ist das große Glück in ein Venusjahr, was die kleine Glück bedeutet.
Das heißt, die Skorpiongeborenen haben so viel Chancen im Jahr 2018. Und auch Mut und Kraft haben sie auch. Etwas wagen, etwas Großartiges, was noch nie getraut haben. Ein Sprung nach vorne. Und da sollen sie diese Chancen auch ergreifen. Viele Skorpiongeborenen machen sie sich selbstständig. Viele Skorpiongeborenen veröffentlichen etwas oder trauen zu, in die öffentlichen Leben eine Rolle zu spielen. Dann haben sie tolle Ideen. Das können sie all das verwirklichen. Die bekommen die Unterstützung dazu. Oder machen sie ein Studium, was bis jetzt noch nicht gelungen hat. Jetzt ein Sprung nach vorne und dieses Studium beginnen oder das erfolgreich beenden. Ausland spielt auch eine Rolle. Werden viele Skorpiongeborenen sein, die eine große Reise machen oder werden im Ausland leben oder dort arbeiten. Also das spielt auch eine Rolle. Dann, wenn ein Kinderwunsch da ist, wird auch zum Erfüllung gehen. Die Skorpiongeborenen dürfen etwas wünschen, weil die Wünsche, diese Träume werden wahr. Das Leben liefert diese Chancen. Und das sind wunderbar, was entwickelt sich bei den Skorpiongeborenen. Worauf achten sollen die Finanzen? Sie haben Glück und auch glückliche Umstände, Gewinn zu machen oder die Finanzen zu verbessern. Aber sie sollen von etwas vorher noch befreien, entweder ein Vertrag oder noch alten Last, was die Finanzen betrifft, oder die Angst, dass Geld verloren geht, die Verlustängste. Etwas blockiert noch die Skorpiongeborenen im Finanzen. Fluss oder einen Gewinn zu haben. Und da sollen die Skorpiongeborenen überlegen, was ist es genau? Aber dabei kann ich auch helfen. Schicken Sie Ihren Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und können wir analysieren, wo liegt diese Blockade? Und wann sind die richtigen Momente, etwas investieren oder einen Gewinn zu machen? Also grundsätzlich sind sehr schön, die Finanzen, da liegt auch Glück, aber es sind da Hindernisse. Etwas, was die Skorpiongeborenen dabei hindert, Gewinn zu machen oder die Finanzen zu verbessern. Und da sollen sie die Aufmerksamkeit lenken. Was ist es genau? Ist es noch ein Vertrag? Und man sollte diesen Vertrag kündigen. Oder ist es noch finanzielle Belastungen und da vielleicht etwas verbessern? Oder sind das die Ängste, was man loslassen soll? Das ist wieder diese plutonische Prozesse, loslassen, verabschieden, trennen, kündigen. Und die Intuition ist auch sehr stark bei den Skorpiongeborenen, das heißt intuitiv handeln. Was die Liebe, Partnerschaft betrifft, das kommt in Form. Das ist bei bestehender Partnerschaft, ist ruhig, harmonisch, gemütlich. Und die, wo alleine sind, haben auch die Chancen, jemand kennenzulernen oder bei einem Neubeginn stabilisiert sich etwas. Das, was die Liebe, Partnerschaft aussagt für die Skorpiongeborenen, es bekommt eine Struktur, es ist stabil oder wird die Partnerschaft befestigt, wird es auch stabil. Was noch die Skorpiongeborenen trifft im Jahr 2018, das ist die Bewegung, Beweglichkeit oder ein Sport oder Auto kaufen oder verkaufen oder alles, was mit Bewegung zu tun hat. Natürlich auch die Reisen kommen auch dazu. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein. Möchten Sie gerne wissen, was erwartet Sie persönlich Jahr 2018, die Tendenzen oder die einzelnen Monate, was passiert genau und ob da Hindernisse noch da sind?
Das kann ich Ihnen anbieten, maßgeschneidert für Sie persönlich. Dazu benötige ich natürlich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und die Geburtsort. Und dann bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Es handelt sich aber nicht immer um schicksalhafte Veränderungen, benötigt man auch nicht eine Geburtshoroskopanalyse oder Jahresanalyse, sondern es reicht ein guter Rat. Und das sind Themen, was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel, liebt er mich noch? Kommt er zurück? Werde ich jemand kennenlernen? Kann ich meiner Freundin vertrauen? Ist er treu? Soll ich umziehen? Kann ich diese Arbeit behalten? Werde ich auf die Reise gehen? Und, und. Diese Fragen betrifft unseren Alltag. Es sind aber auch wichtige Fragen. Und dazu empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Situation. Sie können auch ausführlich beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich werde diese E-Mails persönlich natürlich auch blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.